Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension zu Living a Dream, Liebe kennt keinen Plan von der lieben Amelie Murmann geben. Die Liebe ist wahrscheinlich besser bekannt hier auf YouTube unter dem Namen Miss Buchnert. Das Ganze ist im Impress Verlag erschienen. Ich kann euch jetzt tatsächlich gerade nicht den genauen Preis nennen. Ich gucke mal hier so rein, was die anderen Bücher vielleicht gegebenenfalls kosten. Nein, das steht hier gar nicht drin. Ich verlinke euch das Buch, den Verlag und Amelies Kanal mal in der Infobox, dann könnt ihr euch da nähere Details zu einholen. Ich glaube, das Ganze hat so um die 11 Euro gekostet. Ich will dafür meine Hand jetzt aber tatsächlich nicht komplett ins Feuer legen. Und ja, in dieser Geschichte geht es um Lilly. Und Lilly hat einen Schlachtplan, nämlich Living the Dream. Sie erstellt eine Liste mit Dingen, die man laut Teenager-Filmen einfach gemacht haben muss und versucht dann, diese Dinge sozusagen abzuarbeiten. Zum Beispiel gehört dazu ein Kuss im Regen oder sich mit einem völlig wildfremden anfreunden und etwaige Dinge. Lillys Plan funktioniert auch gewissermaßen gut oder nicht so gut und sie lernt dabei Zachary Martinez kennen. Er ist ein Draufgänger und hat einen ziemlich schlechten Ruf an ihrer Schule und trotzdem überschneiden sich halt ihre Wege immer mal wieder, bis es dann halt zur Mission Erstes Date kommt und was genau dort alles passiert und welche draufgängerischen Geheimnisse hinter Zachary stecken, müsst ihr selber herausfinden. Ich fand die Grundidee wahnsinnig gut. Ich war sehr gespannt auf die Umsetzung. Ich habe ja schon Bücher von Amelie gelesen und bin durchaus auch positiv gestimmt Amelie gegenüber. Ich mag ihren Humor. Ich muss sagen, jetzt in diesem Band hat mich der Humor nicht zu 100% gegriffen, was aber einfach vielleicht an der Wetterlage draußen liegen konnte. Ich kann es nicht so genau benennen, woran es zu 100% lag. Nur diesmal hat mich der Humor tatsächlich nicht so gegriffen. Ich mag, dass Amelie viel mit Klischees arbeitet, sie aber anhand ihrer Protagonisten eigentlich immer wieder so ein bisschen widerlegt. Und Amelie hat da echt immer so ein Gespür für, was auch gerade im Trend liegt. Das mit den Listen ist ja auch eigentlich sehr aktuell derzeit. Kommt immer mal wieder in Romanen vor und macht auch Spaß, das zu lesen. Und so diese, sie hat immer bei jedem einzelnen Kapitel halt so Step 4, dann halt Searching for Clues und dann hier unten erklärt, was genau gemacht werden muss. Und dann geht halt das Kapitel los und beinhaltet halt diese Phase. Und das ist schon nett aufgemacht, ganz toll gemacht. Ich finde, dass Amelie mich nicht zu 100% komplett mit der Geschichte abgeholt hat. Besonders so zum Ende hin habe ich das halt für mich gespürt, weil die Geschichte da sehr schnelllebig wurde und so ein bisschen, wie formuliere ich das, ein bisschen viel Inhalt hatte. Also es passierte sehr, sehr viel auf sehr, sehr kurzem Zeitraum. Dabei hatte ich so das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen Vorlauf gebraucht hätte. Das hätte mir persönlich besser gefallen. Und ansonsten aber eine gelungene Contemporary-Geschichte mit sehr aktuellen Facetten. Amelie pickt sich da echt immer so Sachen raus, die wirklich brandaktuell ist, DRL sind, die viel in anderen Büchern auch vorkommen, die vielleicht auch in unserer heutigen Gesellschaft sehr wichtig sind anzusprechen, auch in Jugendliteratur. Und das gefällt mir gut. Ich mochte auch den Umgang der Figuren. Sie haben wirklich Wesenszüge an den Tag gelegt, die in dieser Situation sehr authentisch waren. Das hat mir gut gefallen und somit habe ich dem Ganzen dann 3,5 Sterne gegeben. Es haben halt so einige kleinere Schwächen in dem Buch, waren so da, aber ansonsten war es ein gelungener Contemporary-Roman, weil Contemporary natürlich jetzt auch nicht ganz so arg krass tiefgründig ist, das weiß ich auch. Aber ich erwarte schon immer von einem Autor, dass er sich dann tatsächlich mit der Thematik, die er dann auch beschreibt oder die er aufgreifen möchte, auseinandersetzt. Und da hatte ich das Gefühl, dass Amelie das wirklich gemacht hat. Und von daher 3,5 Sterne für das Buch. Ich war so am Schwanken, bei Goodreads habe ich ihm 4 gegeben, weil ich ja doch auch eigentlich irgendwo zu 4 tendiere, aber ich bin irgendwo so dazwischen. Also sagen wir jetzt auch wirklich, dass ich so zwischen 3,5 und 4 Sternen bin. Es hat halt durch diese Schnelllebigkeit so ein bisschen mich gehetzt und das Gefühl ist so am Ende hängen geblieben, wodurch ich da echt am Schwanken war. Sonst wäre es für mich tatsächlich auch ein 4-Sterne-Buch gewesen. Und ja, ich bin schon gespannt auf das nächste Buch von Amelie.
kann euch das hier auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine sommerliche Geschichte, die man jetzt gut und schnell weglesen kann. Ich habe dafür auch nicht mehr so als 1,5 Tage gebraucht. Also von daher schaut euch das auf alle Fälle mal an. Ja, das war's von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Buch, wenn ihr das gelesen habt oder noch lesen wollt. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu, was ihr erwartet, wie viel ein Autor halt für sein Buch recherchieren muss. Das interessiert mich auch. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!